Ja, lieber Martin, ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank auch an die einladenden Gastgeber. Es ist mir eine große Freude, wieder in Baden-Württemberg sprechen zu können. Deshalb auch von mir ganz herzliche Begrüßung an alle, nicht nur an die Parlamentarier und an die Vorstände, sondern auch an die Mitglieder, an ihre Angehörigen, an ihre Bekannten, an alle interessierten Gäste und Bürger. Guten Abend, Ludwigsburg! Ja, meine Damen und Herren, wir sind hier zu einem Neujahrsempfang zusammengekommen und so jung das Jahr ist, so viel ist doch an dramatischen Inhalten bereits geschehen in der deutschen Politik, aber auch in der Parteipolitik. Wie hat es denn begonnen, dieses Jahr 2019? Nun, mal eine Stimme, der Bundesvorsitzende der deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, meint, auch 2019 bleibe die Gefahr von Terroranschlägen, Gewaltkriminalität und aggressiven Auseinandersetzungen hierzulande anhaltend hoch. Er sagt, ganz interessant, wie er das formuliert, dass die Politik diese Entwicklung im Griff hat, glauben immer weniger Menschen. Kontrollverlust in der Zuwanderungsfrage, Staatsversagen in der Vollstreckung von Abschiebungen, kein Rezept gegen kriminelle Familienclans sowie ein dramatischer Autoritätsverlust des Staats und fügt er hinzu ein wachsendes Unsicherheitsgefühl, wo Gruppen junger Männer den öffentlichen Raum mit bedrohlich wirkendem Auftreten dominieren und der Staat nicht mehr sichtbar ist. Und da sind nicht AfD-Versammlungen gemeint, meine Damen und Herren. Nein, da sind ganz andere Ansammlungen gemeint, die uns beunruhigen. So ist es, wie er es beschreibt. Dagegen müsste die Regierung endlich etwas tun. Aber darauf warten die Bürger weiterhin vergeblich. Und deshalb, das ist meine feste Überzeugung, werden sie sich andere Vertreter wählen. Und wir, meine Damen und Herren, wir sind bereit zu übernehmen. Denn als wäre es zur Illustration gestellt, da hatten wir etwa Amberg. Die brutalen Attacken der deutschen feindlichen Schutzsuchenden. Und wenn wir dann anlässlich der Prügelhetzjagd in Amberg wieder die gewohnte Ankündigungspolitik der Union erleben, von wegen Abschiebungen, wobei schon nach einem halben Tag zurückgerudert wird, ja, die Gesetze erlauben es vielleicht halt doch nicht, aber die werden jetzt ganz bestimmt geändert. Wir erinnern uns, man hatte ja auch die nationale Kraftanstrengung zur Abschiebung versprochen. Oder hat man sich da bloß ein wenig versprochen? Meine Damen und Herren, man kann doch ganz einfach schon das Einreisen derartiger Krimineller, und das sind illegale Grenzübertreter, ganz einfach mit funktionierenden Grenzkontrollen verhindern. Das war einer unserer ersten Hauptanträge im Bundestag. Aber dieser Kanzlerklatschverein CDU erzählt viel, setzt aber nie was um. Man hört immer wieder von Gesetzesverschärfungen, der Horst Seehofer. Tatsächlich wird aber nicht mal geltendes Recht umgesetzt. Man erzählt uns von Grenzkontrollen, lässt aber jeden rein. Man verkündet geregelte Einwanderung, unterzeichnet aber einen globalen Migrationspakt, die völlig bedingungslose, grenzenlose Öffnung unseres Landes für Migranten aus aller Welt. Klassische Politikermanier, versprechen, drumherum reden, schließlich doch nicht handeln und dann weiter wie bisher. So kann es nicht weitergehen. Da wird die AfD jetzt andere Zeichen setzen und es ist Zeit dafür, dass wir da in die Verantwortung kommen und das auch umsetzen können. In Wahrheit trägt die CDU nämlich natürlich aus schierer Angst um ihre bequemen Parlamentssessel nach wie vor, trotz aller Ankündigungen, auch von Horst Seehofer immer wieder, den verantwortungslosen Alleingang dieser Kanzlerin in Europa mit die Grenzen sperrangelweit offen zu halten. In Marrakesch den verhängnisvollen UN-Migrationspakt zu unterzeichnen, der uns nicht weniger, sondern mehr Eindringlinge bringt. Aber die kraftmeierischen Äußerungen der Union für die Fernsehkameras, die sollen nur dazu dienen, die Bürger immer gerade bis zur nächsten Wahl einzulullen. Und man schätzt ihn wohl als sehr schläfrig ein, aber den Bürger. Aber darin, liebe Freunde, wird man sich irren. Wir, die AfD, sind wach. Die CDU wird mitnichten ihre Kanzlerin auffordern, die Illegalen, Kriminellen, die Asylbetrüger, die Vergewaltiger und Mörder, die Messerstecher und Prügelchaoten, die Tausende in Deutschland alimentierten Geduldeten nach Hause zu schicken.
Dafür müssten ja auch die Grenzen dann gesichert werden. Dafür müssten die abgelehnten Asylbewerber in Abschiebegewahrsam genommen werden. Und dafür müsste man mit den Herkunftsländern auch mal Klartext reden. Müsste, müsste, müsste. Das wäre dann eine andere Politik. Das wäre die Politik der AfD. Und das müssen wir dem Bürger auch bei den Europawahlen klar machen. Im Dezember jährt sich zum zweiten Mal der islamistische Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin. Auf der Inschrift des Mahnmals, weiß nicht, wer von Ihnen davon weiß, wird die islamistische Motivation der Tat völlig verschwiegen. Natürlich, es soll nicht deutlich werden, dass Sicherheitsmaßnahmen rund um diesen Platz, diese hermetischen Absperrungen dort beim Weihnachtsmarkt jetzt etwa nicht nötig geworden wären, gäbe es eine funktionierende Migrationspolitik oder auch nur eine Migrationsverbrechensbekämpfung. Insbesondere eine, die die islamistische Propaganda stoppt und ihr Einhalt gebietet. Aber der Berliner Senat stellt sich wirklich tatsächlich da lieber mit dem Imam einer vom Verfassungsschutz beobachteten Moschee hin, das heißt mit einem der Mitschuldigen, zum gemeinsamen Gedenken am Ort der Morde, als dass es mal zu einer Benennung der islamistisch-ideologischen Motive des Täters Anis Amri käme. Dabei gibt es allein in Berlin etliche Moscheen, in denen ein fundamentalistisches Islamverständnis jeden Tag ungehindert gepredigt wird, gegen Frauen, gegen Integration, gegen Christen und Juden. Konstantin Schreiber, ein genauer Kenner dieser Szene, fand in Berlin auf seinem Weg, den er in seinem Buch Inside Islam beschrieben hat, keine einzige Moschee, deren Predigt mit den Werten unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung vereinbar wäre. Das bedeutet immer weitere Angriffe auf die sogenannten Ungläubigen, bitte meine Damen und Herren, das sind wir, und zwar mit Ansage. Das ist nicht länger hinnehmbar, und wer da den Finger in die Wunde legt, der geht nicht gegen die Menschenwürde von Muslimen vor, sondern der verteidigt einfach nur das Grundgesetz. Aber eine der entscheidenden Fragen ist ja von Regierungspolitik, wessen Interessen sollen überhaupt vertreten werden? Da sind Merkel und ihr Klüngel inzwischen so weit, dass sie nicht nur ganz offen nicht die Interessen der deutschen Bevölkerung vertreten, was wir lange gewohnt sind, sondern dass das auch noch verteidigt, ja, ideologisch verbrämt gepriesen wird. Da haben wir etwa Ihre Äußerung kürzlich bei einer Veranstaltung zum Thema Parlamentarismus zwischen Globalisierung und nationaler Souveränität, wo sie sagt, das Volk, sagt sie da, sind jeweils die Menschen, die in einem Lande dauerhaft leben und nicht irgendeine Gruppe, die sich als Volk definiert. Meine Damen und Herren, das deutsche Staatsvolk, ein Begriff des Grundgesetzes, als nur irgendeine Gruppe unter anderen, die sich hier aufhalten. Hier wird schon sehr klar, in welche Richtung es gehen soll. Sie ist dem deutschen Staatsvolk gar nicht mehr sich verantwortlich fühlend, denn diese Gruppe soll und wird es ja bald vielleicht erkennbarerweise nicht mehr geben. Es geht hier vielmehr lediglich um Leute, die sich hier aufhalten. Natürlich besonders um die, die sie selbst widerrechtlich zu Hunderttausenden hier hereinschafft. Und möglichst alle, das müssen wir wissen, sollen bleiben. Sie werden erst geduldet, bekommen unbefristete Aufenthaltserlaubnis, bekommen damit im Zuge die Einbürgerung. Es gibt keine Ermessenseinbürgerung, sondern es ist ein Automatismus inzwischen, eine Anspruchseinbürgerung. Damit sind sie beim Wahlrecht. Dann dürfen sie bald wählen. Und das Ganze gründet auf einer Ideologie, dass es das eigene, das Selbst des deutschen Volkes eigentlich gar nicht mehr gäbe. Sehr schön kürzlich von Ihrem Politfreund Macron auf den Punkt gebracht. Da ging es um Dänemark. Und da hat Herr Macron wirklich gesagt, hören Sie und staunen, der wahre Däne existiert nicht. Er ist ein Europäer. Sogar die Sprache ist nicht einfach dänisch. Es ist europäisch. Ebenso für die Franzosen. Meine Damen und Herren, das sind in der Tat fundamentale Erkenntnisse. Wahrscheinlich gibt es dann ja eigentlich auch kein deutsches und französisches Geld mehr, nicht wahr, Herr Macron? Sondern nur noch europäisches, vielleicht ja aus Deutschland. Das ist es ja wohl, was Sie uns eigentlich sagen wollen. Werfen wir doch alles auf den großen europäischen Tisch, verteilen dann neu, um Ihre Politik, Herr Macron, zu retten, samt der erkauften Proteste, der erkauften Ruhe gegen die Proteste in Frankreich, erkauft, das müssen wir wissen, mit eigentlich gar nicht existenten Milliarden. Hier müssen wir,
gerade auch in einem EU-Wahlkampfjahr sagen, europäische Wirtschaftskooperation hat nichts zu tun mit Fremdstaatenfinanzierung. Meine Damen und Herren. Aber zurück zu Frau Merkel. Was hören wir von ihr? Wir sind beim Neujahrsempfang immer noch in ihrer Neujahrsansprache. Sie müsse alles für den Zusammenhalt des Landes tun. Wie wir wissen, ist das ein beschönigender Tarnbegriff für die Verteufelung abweichender kritischer Meinungen. Oder betreffs Ordnen und Steuern von Migration. Dies könne man am besten, wenn man die Interessen anderer mitbedenke. Heißt natürlich, die Interessen Deutschlands hinter andere zurückzustellen. Tatsächlich ist doch aber Migration, wo sie etwa eben illegalen Grenzübertritt nach Deutschland bedeutet, weder zu ordnen noch zu steuern. Sie muss vielmehr verhindert werden. Noch hat ein deutscher Regierungschef ja eher die Interessen anderer zu bedenken, sondern selbstverständlich und gemäß Amtseid die seines eigenen Volkes. Und dann soll uns dieser Verrat an den Interessen des eigenen Volkes uns als Bürgern auch noch aufgenötigt werden durch eine moralische Überhöhung. Na, über welche Bande wird da wohl gespielt? So heißt es nämlich weiter in ihrer Ansprache, dies alles sei die Lehre aus zwei Weltkriegen. Ah ja, das kann doch wohl nicht mehr wahr sein, dieses Ausmaß an Verdrehung der Fakten. Dann heißt es da, wir müssten natürlich wieder im eigenen Interesse mehr Verantwortung übernehmen. Diese Phrase bedeutet stets, der deutsche Steuerzahler soll seinen erarbeiteten Wohlstand in die Interessen anderer investieren. Etwa der finanziell maroden Südländer Europas, etwa der Wirtschaftsmigranten Afrikas. Wie wir wissen, ein Fass ohne Boden und diese sogenannte Moral ohne Vernunft, die hilft niemandem. Und jetzt die EU, wir sind im EU-Wahljahr. Was teilt sie uns damit? Die EU soll, wie sagt sie, robuster und entscheidungsfähiger werden. Lassen Sie uns das mal ins Deutsche übersetzen. Robuster heißt, dass Deutschland für die Schulden anderer aufkommen soll. Entscheidungsfähiger heißt, dass Deutschland von anderen Staaten noch leichter überstimmt und damit stärker fremdbestimmt werden können soll. Das heißt, fortschreitende Abgabe unserer Souveränität bis hin zur Auflösung des deutschen Staates. Diese EU, sagt sie, sei ein Projekt von Frieden, Sicherheit und Wohlstand. Dabei wurde für Frieden und Sicherheit die EU noch nie gebraucht. Aber um das nicht überlebensfähige Kunstgebilde EU aufrechtzuerhalten, soll Deutschland jetzt den fragwürdigen Scheinwohlstand einiger EU-Länder zu sichern helfen. Und um all das durchzuziehen, wir erleben das täglich, wird jetzt der Begriff Nation zum Feindbegriff. Und die eigentlich selbstverständliche Interessenvertretung für die eigene Nation, Pflicht laut Amtseid, soll zum Verbrechen eines sogenannten Nationalismus erklärt werden. Nichts anderes wird uns doch im Europawahljahr 2019 so oft um die Ohren gehauen, wie dieses Geschimpfe auf die Nationalstaaten, obwohl einzig sie nach deutschem und nach europäischem Recht die Grundlage jeder zwischenstaatlichen Beziehung sind. Ohne funktionierende Nationalstaaten keine Union. Dennoch wird die Bewahrung dieser vitalen Grundvoraussetzung der Eigenstaatlichkeit jetzt zur Munition, zum Kampfgeschrei gegen die AfD deformiert. Da müssen wir jetzt im Wahlkampf es den Menschen besser erklären und wir werden es besser erklären, meine Damen und Herren. Unser Rechtsstaat existiert als deutscher Nationalstaat. Das müssen wir jederzeit klar betonen. Schließlich sagt sie immer häufiger, müsse sie um den Stil des Miteinander sich sorgen und für die Werte von Offenheit, Toleranz und Respekt, da müsse sie ringen. Was bedeutet das nun wieder? Wieder sollen da Kritiker der Merkel-Politik allein für ihre Kritik als intolerant und respektlos diskriminiert werden. Aber die Veruntreuung deutscher Interessen an auswärtige oder staatsfremde Gruppen, das wird als Offenheit schön geredet. Wem klingen nicht die Ohren von diesem abgegriffensten aller verlogenen Euphemismen der Weltoffenheit? So viel zum Interessenverrat dieser Kanzlerin am deutschen Volk. Amtseid war einmal, wir erinnern uns, sie sagte schon, dann ist das nicht mein Land. Wir müssen das immer wieder entlarven, all diese
freundlich klingenden Fehlbegriffe der Sprache der Regierung dergleichen, meine Damen und Herren, wird es mit der AfD nicht und nie geben. Wir sind geradeaus und bekennen uns zur Grundlage unseres Staates und unseres Grundgesetzes, im Gegensatz zu dieser Regierung, die anderer Herren Länderinteressen vertritt. Das ist die Regierungsdarstellung. Aber wie sieht es in Deutschland wirklich aus? Schauen wir nur mal als Beispiel in den Polizeibericht, etwa nach Pforzheim-Karlsruhe auf die Silvesternacht. In Pforzheim Raubstraftaten mehrerer Tätergruppe. Jugendliche rauben Leute aus nach Faustschlägen und unter Vorhalt eines Messers, nehmen denen das Geld ab. Am Leopoldplatz kam es bei 500 Personen mit Migrationshintergrund zu erheblichen Störungen. Ordnungskräfte werden mit Feuerwerkskörpern beschossen. In Karlsruhe versammeln sich auf dem Schlossplatz 2000 Menschen, 1000 mit Migrationshintergrund, Feuerwerkskörper werden in die Menschenmenge geschossen. Ein dreijähriges Mädchen erleidet eine Augenverletzung und muss stationär behandelt werden. Eine Gruppe von 20 Afghanen und Syrern begeht schwere Körperverletzungsdelikte. Am Hauptbahnhof Leipzig spricht die Bundespolizei 900 Platzverweise aus. In Berlin, wo ich herkomme, der Beschuss der Polizei mit Raketen und Feuerwerkskörpern natürlich durch Schutzsuchende und so weiter und so weiter. Vergessen wir auch nicht, in Flüchtlingsheimen, sogenannten, wird die Polizei von hunderten Migranten mit Eisenstangen angegriffen. Vergessen wir nicht, in Berlin und anderen Städten trauen die sich inzwischen grundsätzlich nicht mehr, wenn sie nicht mit mehreren Hundertschaften auflaufen, in die von den Clans beherrschten Areale. Das ist die Realität in diesem Deutschland, nicht dieses schön geredete Weltvereinigungsgetue von Merkel, und nur wir und wir können und nur wir müssen diese schreckliche Realität jetzt endlich ändern, meine Damen und Herren. Das Jahr 2019, liebe Freunde, was geschieht aber jetzt? Was erleben wir jetzt in den letzten Tagen, nach dem Jahreswechsel? Unser Land verändert sich stündlich. Wir erleben teilweise den rasanten Niedergang von rechtsstaatlichen Prinzipien. Unsere Partei erlebt blutige Gewalt von links. Der Fall Magnitz ist ein Beispiel, wenige Tage alt. Von Medien und Politik verharmlost, sogar verhöhnt, schon vergessen. Nicht anders übrigens als die Toten von Chemnitz und Köthen, wo das eigentliche Begebnis umgedreht wurde publizistisch. Oder der Sprengstoffanschlag von Döbeln, militante Gewalt von links, schon abgehakt, überdröhnt vom ewig gleichen Nazis rausgeschrei, dem neuen Correct Speaking gegen jede andere Meinung, der Totschlag jeder Argumentation, betrieben von Politik und Medien anstelle der argumentativen Auseinandersetzung, der wohlweislich vermiedenen argumentativen Auseinandersetzung mit uns. Das kommt gleich einer bundesweit öffentlichen Volksverhetzung gegen die einzige Alternative für Deutschland, gegen die verhassten Demokraten auf der rechten Seite des Bundestages. Denn dieser Kampf gegen rechts, das ist jetzt das angesagte Programm der Kartellparteien als Ersatz für gute deutsche Politik. Hunderte und jetzt neue Hunderte Mitarbeiter beim Verfassungsschutz etwa werden allein für diesen Kampf gegen rechts eingestellt. Und warum? Natürlich, um im Wahljahr 2019 unsere Prozente zu drücken. Um nichts anderes geht es da. Wir erleben im gleichen Monat dieser Gewalttaten, dass dieser schon bisher systematische Kampf gegen rechts nunmehr vom Staat selbst, sprich Verfassungsschutz, zum zentralen Programm erhoben wird. Nicht etwa Linksextremismus, nicht islamischer Extremismus, nein, der Kampf gegen rechts. Und das meint nicht etwa tatsächlich existente rechtsextremistische Straftäter, die genauso bekämpft werden sollen wie alle anderen. Nein, das meint die regierungskritische Oppositionspartei, die mit an den Haaren herbeigezogenen Argumentationsketten versucht wird zu kriminalisieren. Da ist es also so, dass diese Partei, die ja nun von Millionen rechtstreuen deutschen Staatsbürgern gewählt worden ist, vom Souverän zum Wohle und Schutze Deutschlands, die soll ja kriminalisiert werden. Und der Menschenwürde-Artikel des Grundgesetzes, Artikel 1, wird durch Überdehnung in Anwendung jetzt auf die illegalen Grenzübertreter zur Keule gegen kritische Meinungen zur Migrationspolitik der Bundesregierung zweckentfremdet, ja missbraucht. Aber Deutsche
diskriminieren niemanden und greifen niemandes Menschenwürde an, wenn sie in Deutschland einfach nur Deutsche bleiben wollen. Das müssen wir ganz klar sagen. Die Alternative für Deutschland hat im Bundestag, wie im Alten Reichstag, ihren Platz auf der rechten Seite. Ja, richtig. Seit 150 Jahren werden auf der rechten Seite des demokratischen Parteienspektrums konservative Werte vertreten. Bis vor wenigen Jahren, sogar bis in die Mitte hinein, seit die Union sich an Frau Merkel übergeben hat, stehen nur noch ihre Stühle in der Mitte dieses Hauses. Bürgerliche und rechtsstaatliche Prinzipien, Souveränität, soziale Verantwortung, Sicherheit für unsere Bürger werden jetzt alleine noch auf den Plätzen an der Stelle verteidigt, die sich früher bis in die Mitte erstreckte, nun aber nach Räumung dieser Mitte durch Merkels Linksruck einfach rechts heißt. Die anderen Fraktionen nennen sich dann in anmaßender Unterscheidung die Demokratischen, offenbaren aber durch nichts klarer als mit dieser Beleidigung von Millionen deutscher Wahlbürger ihre eigene Unwilligkeit zur Demokratie. Herr Dr. Solz erinnerte uns zur Eröffnung dieser Legislaturperiode mit dem Satz an die eigentlichen Verhältnisse: Sie alle haben das gleiche Mandat. Das kümmert diese Leute aber wenig. Denn eine neue Partei entstanden aufgrund der schweren Fehler der Merkel-Politik, die sicher verdirbt denen zunächst mal die Preise und nimmt ihnen die Parlamentssitze. Deren Kampf kennt aber nur kurzatmige Imitationen der AfD einerseits, schlecht gemacht, vom Weder gleich durchschaut, oder eben Ausgrenzung und brutalen physischen Angriff gegen Sachen, Orte, Menschen andererseits. Vor allem aber Ansporn dieser Gewalt, eine aus allen Rohren schießende, wahrlich skrupellose Verleumdung, gern auch geschichtsvergessen unter Missbrauch der stets bereiten Nazikeule. Dieser Kampf, der da geführt wird, verlogenerweise moralisch gerne überhöht als angeblich antifaschistischer, ist nichts anderes als Volksverhetzung gegen die einzige Oppositionspartei, die AfD. Von der AfD gibt es keinen einzigen Aufruf zu Hass und Gewalt. Es gibt nicht die erlogene Symmetrie von Hass gegen Hass, wie es nach Magnitz hieß. Wer berechtigte politische Kritik von uns und physische Niederknüpplung des Kritikers gegen uns gleichsetzt, der allein betreibt Hass und Hetze, um die Menschen aufzubringen gegen seinen politischen Gegner, die AfD. Politische Kritik ist nicht Hass, ein beinahe Mord ist Hass. Und wer nach einem Anschlag auf Leib und Leben eines Bundestagskollegen auf den Niedergeschlagenen quasi medial nochmals eintritt, wer nur Stunden nach der Tat vom sogenannten Hass der AfD faselt, wer angesichts des zu Boden geknüppelten Frank Magnitz in einem grünen Hass-Tweet sein Einverständnis bekundet mit den Worten "Nazis raus", der, meine Damen und Herren, der sollte sich nicht wundern, wenn immer mehr Leute sich fragen, wo im Bundestag die Antidemokraten in Wirklichkeit sitzen. Äußern wir uns aber unter dem Eindruck der Geschehnisse, schallt es uns entgegen: Instrumentalisierung. Tatsächlich ist aber der Instrumentalisierungsvorwurf die eigentliche Instrumentalisierung. Wo Ausländer Täter sind, wird von Einzelfall gesprochen. Dasselbe, wenn AfDler Opfer sind. Beide Male soll übersehen werden, dass strukturelle Merkmal einer spezifisch kulturell vorgeprägten Aggressions- und Gewaltbereitschaft bei Ausländertaten, wie die grundsätzliche und permanente Rolle der AfD als Zielobjekt politisch motivierter Gewalttaten von links. Das soll nicht in den Blick kommen. Noch auch nur die Anzeige dieses politischen Verbrechens wollen diese Leute stigmatisieren, eben als Instrumentalisierung. Über die politische Motivation der Gewalt gegen uns soll nicht gesprochen werden. Und diese Herrschaften, ich sage Ihnen, wissen sehr wohl, warum. Die permanente Attacke soll ungesehen bleiben, denn sie ist Konsequenz dieser maßlosen Verleumdung, die uns als politischen Konkurrenten einfach nur diskreditieren soll. Wer Betrug an unseren Grenzen und im Lande abwehrt, wie wir es tun, der ist eben nicht fremden- oder menschenfeindlich, vielmehr ein Freund des Rechtsstaats.
Wer die Souveränität des deutschen Staates wahrt, schottet sich nicht ab oder ist nationalistisch, sondern erfolgt der gebotenen Interessenverwahrung unseres Landes. Diese Leute nehmen bei ihren politischen Lügen in Kauf, dass sie Stichwortgeber von Gewalttätern sind und zur moralischen Ermächtigung von gewaltbereiten Schlägerbanden Vorschub leisten. Und das ist ein unglaublicher politischer Skandal, meine Damen und Herren. Denn erst diese systematische Dämonisierung des politischen Gegners führt ja zu dem brutalen Anschlag, etwa auf Frank Magnitz, wo man inhaltlich nichts entgegenzusetzen hat, wirft man lieber die Spirale der Ausgrenzung an, die mit der Verdrängung aus dem öffentlichen Raum, wir erleben es heute Abend, beginnt. AfDler werden an den Straßenständen bespuckt, aus dem Restaurant oder aus dem Kino, wie es neulich jemandem betraf, herauskomplimentiert. Kindern wird der Schulplatz verweigert, sie werden davon gelesen haben. Untadelige Lehrer werden entlassen, ich kenne in Berlin so einen Fall. Veranstaltungen können nur mit größtem Polizeiaufgebot durchgeführt werden. Am Ende geht es dann darum, andere Menschen regelrecht niederzumachen. Seit 2013 haben wir diese bewaffneten Angriffe mit schweren Körperverletzungen auf unser Personal, mit Knüppeln, Messern, Reizgas, abgefackelte Autos, Angriffe auf Wohnungen, Versammlungslokale, Parteibüros bis hin zu Sprengstoffanschlägen. Diese kriminellen Straßenschlägertrupps sollen die Mittel und alle Mittel an Ressourcen, an Räumen und auch die Mitglieder einer Konkurrenzpartei körperlich einschüchtern, privat terrorisieren in ihren Häusern, beruflich schädigen durch Denunziation. Versammlungen mit allen Mitteln sollen sie von Gewalt, Repression und Terror verhindert werden. Das, meine Damen und Herren, ist alles nur kein fairer Wettbewerb der Argumente. Hier läge vorrangig eine Aufgabe für den Verfassungsschutz und nicht bei irgendwelchen Fantastereien. Welches Ausmaß das inzwischen erreicht hat, Sie werden einige Beispiele kennen, aber es ist nötig, es auszurufen. Herr Stegner, dessen Sohn bei der linkskriminellen Antifa ist, hatte ja verkündet, man muss Positionen und Personal der Rechtspopulisten attackieren. Der Osnabrücker CDU, das Osnabrücker CDU-Mitglied Sefkin sagt, wenn die AfD kurz vor der Machtergreifung stünde, wäre auch körperliche Gewalt gegen ihre Vertreter legitim. Parteiausschluss? Fehlanzeige. Der ist weiter in der CDU nichts passiert. Die Taz-Journalistin Veronika Kracher sieht in der brutalen Attacke auf Frank Magnitz, ich zitiere, die konsequente Durchführung von Nazis raus. Deshalb mit allen Mitteln Jugend- und Bildungsarbeit, um zu vermitteln, dass Nazis Boxen okay ist. Die WDR-Radiomoderatorin Sophie Passmann sagt, ich fände es gut, wenn Nazis in Zukunft einen gelben Stern auf der Jacke tragen müssen, damit man sie besser erkennt. Die Bezuschussung vieler vermeintlicher Demokratievereine, meine Damen und Herren, ist illegal, wenn diese gegen eine Partei agieren. Nach Grundgesetz ist die Chancengleichheit der Parteien ja garantiert. Aber die Demokratieklausel bei diesen Demokratievereinen und ihrer Förderungswürdigkeit wurde eigens unter Frau Schwesig, als sie seinerzeit noch Familienministerin war, abgeschafft, um den Linksextremisten den Bezug der Mittel zu ermöglichen. Das muss man sich mal vorstellen. Das Land Berlin etwa gab 2017 für den Kampf gegen rechts weit über 3 Millionen Euro aus, etwa eine mobile Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus. Trägerverein ist dann wieder ein Kooperationspartner der Antonio Amadeo Stiftung, die ja Politik gegen die AfD macht. In Sachsen gar rufen Linksextreme jetzt unter dem Stichwort Loslegen zur Offensive und sagen, machen wir es der AfD und ihren Mitgliedern so unangenehm und teuer wie möglich. Es ist absurd, wenn immer wieder von den Altparteien unserer Partei abgesprochen wird, eine demokratische zu sein. Alle diese übergestülpten Hass- und Nazi-Verleumdungen. Meine Damen und Herren, machen wir es uns eine Sekunde klar. Nazis waren Menschen, die eine Diktatur errichteten, einen Angriffskrieg mit Millionen Toten anzettelten und einen Völkermord mit Millionen Toten auf dem Gewissen hatten. Und da verunglimpfen hier Politiker, die Wähler, Sympathisanten und Parteimitglieder einer einfach regierungskritischen Konkurrenzpartei als Nazis. Natürlich gelten dann diese Personen gewaltbereiten Linken quasi als vogelfrei. Die überziehen dann Andersdenkende mit wirklichem Terror. Und die Altparteien wollen mit diesen Verleumdungen die Tabuisierung der AfD beim Wähler erreichen, schon das schändlich genug, und nehmen für dieses undemokratische Ziel politische Gewaltverbrechen,
den Gesinnungsterror gegen einfache Bürger gerne in Kauf. Das ist der eigentliche Skandal und darum sollten sich Medien und Verfassungsschutz kümmern. Lassen Sie mich aber aus den Aktualitäten mal ein bisschen herauszoomen. Wir müssen auch immer aufs große Ganze schauen. Die Tagesaktualitäten sind dramatisch genug, aber die auf der großen Zeitskala sind natürlich ganz andere Dinge noch im Vordergrund für uns. Schauen wir nochmal, jetzt wir sind im Innenausschuss, genauer auf das Thema Migration. Seehofer, Sie erinnern sich, hatte es zur Schicksalsfrage der GroKo gemacht, dass schon anderswo registrierte Flüchtlinge an der österreichischen Grenze zurückgewiesen werden. Bei den Rücknahmeabkommen mit Griechenland und Spanien hat er wohl nur übersehen, dass ein aus Spanien nach Deutschland kommender Migrant eben doch selten über Österreich einreist. Bilanz nach 5 Monaten, noch kein einziger zurückgewiesen nach Spanien, mangels Vorkommen des Falls. Bislang wurden an der Grenze zu Österreich überhaupt ganze 7 Migranten abgewiesen nach dieser neuen Verfahren, was er da ausgehandelt hat. Wichtig dabei, nur an 3 von 90 Grenzübergängen Bayerns zu Österreich wird überhaupt kontrolliert. Manchmal. Alles andere, meine Damen und Herren, hätte man das ständig, wäre ja aber wohl eigentlich auch eine Art Generalverdacht. Und damit also doch letztlich irgendwie rassistisch, nicht wahr? Diese irrsinnigen Verhältnisse sind zu beenden. Die AfD ist willens, sie ist entschlossen, das zu tun. Und aufgrund dieser absurden Zahlen und Fakten, die wir da hören, wissen wir auch, dass es notwendig ist. Und es ist wirklich höchste Eisenbahn, dass es geschieht. Es geschieht gar nichts. Wir haben jeden Monat noch 15.000 Leute, die in aller Ruhe über die Grenze kommen. Das sehen Sie nicht mehr im Fernsehen, die Trecks, die über die Wiese kommen, aber sie sind nach wie vor da. Deshalb ist es höchste Eisenbahn, dass wir das wieder ins Bewusstsein der Wähler bringen, damit dort ein Anstoß gegeben wird, auch bei der Europawahl. Was wird denn aus all den Leuten, wenn sie mal hier sind, mittlerweile Millionen, wir bekommen en masse ausländische Arbeitslose. Der CDU-Wirtschaftsrat sieht auf einmal erhebliche Defizite bei der Integration, das heißt keine Verwendbarkeit. Sein Generalsekretär Steiger sagt, jetzt, sagt er, seit 2015 sind rund 1 Million Zuwanderer neu in Hartz IV gefallen. Gerade unser gutes Sozialsystem zieht Flüchtlinge aus der ganzen Welt an. Ach was, wer hätte das gedacht, meine Damen und Herren? Mitnichten wird übrigens auch der globale Migrationspakt andere Staaten etwa veranlassen, die Höhe unserer Migranten-Sozialstandards zu übernehmen, um uns vielleicht zu entlasten. Das wurde uns entgegengehalten im Bundestag. Auch dies eine der neuen großen Lügen. Apropos Sicherheitslage. Es bleibt doch nicht bei der bloßen unrechtmäßigen Migration. Schon heute ist jeder dritte Gefängnisinsasse Ausländer. Anteilig mehr als doppelt so viele wie Deutschland. Anteilig. Das verursacht jährliche Kosten von 680 Millionen Euro. Die linksgrüne Republik würde jetzt wohl schlussfolgern, aha, die Deutschen sind weniger kriminell, aha, deutsche Pässe machen also weniger kriminell, also am besten allen einen deutschen Pass schenken, dann ist die Kriminalität wahrscheinlich weg. So ungefähr müssen Sie sich die Logik von denen vorstellen. Apropos Pässe, die Regierung stellt Reisepässe aus, damit Migranten, die angeblich aus ihrem Heimatland geflohen sind, dort wieder Urlaub machen können, bei ihren in bester Sicherheit dort zurückgelassenen Familien. Allein in den Jahren 16-17 hat eine Anfrage von uns ergeben, wurden über 500.000 Reiseausweise an sogenannte Flüchtlinge ausgegeben, davon knapp 300.000 an syrische Staatsbürger oder angeblich syrische Staatsbürger. Und was passiert in nicht wenigen dieser Reisepässe? Wenn sie von den sogenannten Geflüchteten nicht für eigene Urlaubsreisen nach Syrien benutzt werden, dann werden die illegal an andere Migranten verkauft, über Facebook, seit Jahren, damit die dann wieder hier einreisen können. Das geht permanent ab. Es ist ein Irrenhaus. Aber es hilft nichts. Wir müssen noch weiter rauszoomen. Das Problem ist noch viel älter als die Grenzöffnung. Schauen wir aus einer noch größeren Perspektive, schauen wir mal auf Demografie und Familienpolitik. Da wird es noch erschreckender, weil es noch subversiver ist, was dort seit Jahrzehnten unterwegs ist. Bald muss nämlich, schauen wir auch mal auf die Kosten, wer das alles bezahlt.
Bald muss nämlich jede deutsche Familie quasi eine migrantische Schattenfamilie miternähren. Zu keiner Zeit wurde nämlich der Versuch unternommen, die demografische Krise, die sich seit Jahrzehnten abzeichnet, etwa durch aktivierende Familienpolitik abzuwenden. Stattdessen beziehen 662.000 erwerbsfähige sogenannte Flüchtlinge Hartz IV. 64% aus den Hauptfluchtländern beziehen Hartz IV, bei der sonstigen Bevölkerung unter 10%. Ein unbegleiteter minderjähriger sogenannter Flüchtling kostet 50.000 Euro im Jahr, so viel wie Eltern hier Kindergeld für ein Kind erhalten in 20 Jahren. Das ist Wahnsinn. Hier müssen wir die Verhältnisse wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Schluss mit der Veruntreuung der vom deutschen Steuerbürger erarbeiteten Gelder. Das ist ganz einfach die Maxime. Das kann nicht sein. Aber was erleben wir? Europa wird demografisch zu Arabia. Ein paar Zahlen. In Berlin hat jede deutsche Frau im Schnitt 1,4 Kinder. Jede Muslima, Syrien, Irak, Afghanistan, 4,8. Mehr als ein Drittel der Kinder unter 6 Jahren hat Migrationshintergrund. In Westdeutschland und Berlin 42%. In Hessen 50%. In Bremen über 50%. Und ich komme aus Berlin, an der Hälfte aller Berliner Grundschulen, das ist ja die Zukunft, Sie brauchen nur die Zeitmarke nach vorne zu schieben, dann wissen Sie es, wie in 10 Jahren aussieht. An der Hälfte aller Berliner Grundschulen sind die Schüler mit Migrationshintergrund bereits jetzt in der Mehrheit. An einem Viertel der Grundschulen haben sie bereits über 90%. Das ist bereits alles schon passiert. Wir sind schon weiter, das ist noch gar nicht angekommen. Natürlich wird auch das Unterrichtsniveau da laufend zugunsten der Masse der fremdsprachigen Kinder gesenkt. Das heißt dann aber, deutsche Familien ziehen weg. Sie sind Refugees in einem überfremdeten Bezirk mitten in Deutschland. Aber es soll dann jemand Rassist genannt werden, der diese doch für alle Beteiligten, auch für die ausländischen Kinder, schädliche Entwicklung kritisiert. Wann wacht dieses Land eigentlich mal auf? Hier muss dringend umgesteuert werden, jetzt. Es ist nicht 11:55, es schlägt 13, meine Damen und Herren. Deutschland ist eine, es wird ja immer dieses Argument gebracht, wir müssen unsere Bevölkerung auffüllen. Deutschland ist eine der am dichtesten bevölkerten Staaten der Welt. Eine Schrumpfung auf 60 Millionen muss nicht durch Zuwanderung ausgeglichen werden. Zumal die Digitalisierung die Zahl der Arbeitsplätze verringern wird. Das japanische Volk etwa schrumpft noch schneller als das deutsche und hat dabei die restriktivsten Einwanderungsgesetze. Und während 2017 nur noch ein Bruchteil der Kinder in Deutschland herkunftsdeutsche Eltern hat, halten doch wirklich die Jusos das Töten von ungeborenen, lebensfähigen Kindern für legitim vor der Niederkunft der Mutter, wehren sich aber gegen das Röntgen zur Altersfeststellung bei betrugsverdächtigen Asylbewerbern. Das sei unmenschliche Behandlung. Willkommen im Irrenhaus Deutschland. Davon distanziert sich die Mutterpartei nicht. Und das, meine Damen und Herren, das ist doch der eigentliche Skandal. Ein Blick auf die demografische Situation zeigt auch, wie verschoben die politische Wahrnehmung mittlerweile ist. Afrika ist flächenmäßig 7-mal so groß wie die EU. Eigentlich genug Raum, um wirtschaftlich auf eigenen Beinen stehen zu können. Genug Bodenschätze ohnehin. Die Chinesen haben es kapiert. Allein Nigeria hat jährlich 7 Millionen Geburten gegenüber 5 Millionen in der gesamten EU. Die Geburtenziffer in der EU wieder 1,6 Kinder pro Frau, im subsaharischen Afrika 4,7. In 30 Jahren rechnet man in Afrika mit 2,4 Milliarden Menschen, einer glatten Verdopplung zu heute. Schon heute sind 40% dort jünger als 15, Jugendarbeitslosigkeit 60%. Das wäre nach Frau Merkel sicher eine lohnende Aufgabe für Deutschland. Aber auch, Sie lachen, auch Franz Timmermans, Sie haben den EU-Wahlkampf vor uns, der aussichtsreichste Nachfolger des EU-besessenen Herrn Juncker, des EU-besessenen und Ischias-geplagten Herrn Juncker, der sagt, hören Sie, Europa könne kein Kontinent des Friedens und der Freiheit bleiben, solange Vielfalt, Diversity, nicht per Massenimmigration bis in den letzten Winkel der EU durchgesetzt sei, hat er wörtlich gesagt. Und weiter wörtlich, ohne Millionen von Migranten aus Afrika wird Europa verloren sein. Wahrlich,
Meine Damen und Herren, Merkel und diese Brüsseler EU, das ist eine wirklich tödliche Mischung. Wir müssen das unseren Bürgern vom 26. Mai vor der Europawahl klar machen und wir müssen es vor allem dringend ändern. Deshalb hinaus auf die Straße, an die Stände. Wir müssen da etwas transportieren, das ist inzwischen fast schon zu spät ist. Die Bevölkerung ist eingelullt. Unsere Aufgabe als AfD ist es, die Leute mit der Wahrheit bekannt zu machen. Überhaupt die EU-Politik, lassen Sie mich noch einen Satz zur EU sagen, weil das jetzt Thema sein wird. Etwa die europäische Industriepolitik. Frankreichs ungebremster Ego-Kurs. Wenn Macron Europa sagt, meint er Frankreich. Trifft auf eine Bundesregierung, für die die Vertretung eigener Interessen geradezu verpönt ist. Die deutsch-französischen Wirtschaftsbeziehungen sind aber gepflastert mit abgewickelten deutschen Unternehmen. Nur mal ein paar Beispiele. Höchst war das weltgrößte Chemieunternehmen. Es wurde an die Franzosen verscherbelt, zerschlagen. Saba und Nordmende in Bremen, Sie erinnern sich, deren Fernseher standen früher in allen guten Stuben, bald nach der Übernahme platt gemacht. Und bei der Euro-Rettung hat die EZB 3 Jahre lang Tag für Tag, pro Tag 2 Milliarden Euro gedruckt. Und so dass da also nach jetzt diesen 3 Jahren inzwischen 2 Billionen Euro Schrottanleihen aufgelaufen sind. Das wurde verbotenerweise gesteckt in die Anleihen maroder Staaten, getarnt als Bankenrettung. Und Sie wissen, wer haftet. Wer in Europa haftet, das ist im Zweifelsfall Deutschland. Die Regierung scheint hier den kurzfristigen Prozess eines Erstellung des Profits des Finanzsektors mit dem langfristigen Wohl unserer Volkswirtschaft zu verwechseln. Die Steuerzahler blechen, um die Banken bei ihren Fehlspekulationen schadlos zu halten. Die Nullzinspolitik, die so berühmte, erfolgt auf Kosten der Sparer. Kein Zinsausgleich für Inflationsverluste, geschweige Altersvorsorge, aber zugunsten der Südeuropa-Banken, die ihre faulen Kredite zu 0% refinanziert bekommen. Meine Damen und Herren, diese EU ist Entrechtung, dieser Euro ist Raub. Europapolitik der AfD heißt, hier fordern wir eine totale Kehrtwende ein. Und all diese notwendigen politischen Initiativen, die müssen allerdings auch dann medial transportiert werden. Aber wie sieht's da aus? Die Öffentlich-Rechtlichen kriegen den Hals nicht voll. Ein ZDF-Intendant fordert GEZ-Erhöhung, um, ich zitiere, das Qualitätsniveau halten zu können. Welches Niveau mag da gemeint sein? Der ARD-Chef kündigt gar eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht an für den Fall, dass die Rundfunkbeiträge nicht noch schneller angehoben werden. Nun erinnern wir uns, der besondere öffentlich-rechtliche Auftrag, der ja die bestehende Zwangsabgabe rechtfertigen soll, besteht laut Programmgrundsätzen der ARD unter anderem ich zitiere, der Pflicht, das gesellschaftliche Meinungsspektrum möglichst umfassend und fair wiederzuspiegeln. Zweitens, der Pflicht zu wahrheitsgetreuer und sachlicher Berichterstattung sowie zur sauberen Trennung von Nachrichten und Kommentaren. Und schließlich dem Recht kritisierter Personen oder Institutionen, ihre Gegenpositionen darzulegen. Nun, ganz offenbar, all das ist mit den bisherigen Milliardensubventionen einfach nicht zu schaffen. Denn während für Herrn Habeck und Frau Baerbock, Herrn Lindner und Frau Wagenknecht die Talkshows inzwischen zum zweiten Zuhause werden, wird die AfD fast nie eingeladen. Journalisten machen keinen Hehl aus ihrer einseitigen politischen Gesinnung. Nachrichten und Kommentar verschwimmen zu einem Meinungsbrei in Auswahl und Wortwahl eindeutig links-rot-grüner Tendenz. Journalisten kommen oft in die Fernsehstudios und Redaktionen als Krieger zum Kampf gegen rechts. Ein höchst undemokratisches Kampfziel all dieser Scheindemokraten. Der Relotius-Journalismus, der schon angesprochen wurde, der Aussagen erfindet, ist die konsequente Endstufe. Nun wird erst gar nicht mehr recherchiert. Die beteiligten Leute sind gleich ganz ausgedacht. Das Ergebnis steht in seiner politischen Aussage ja ohne Huhn fest. Wenn es darum geht, Haltung zu zeigen, werden Fakten zur Nebensache. Es passt schon. Im selben Jahr, wo Lügenpresse Unwort des Jahres wurde
wurde Relotius von CNN zum Journalisten des Jahres gekürt. Und wenn unter solchen Umständen der Ruf nach mehr Geld ertönt, dann ist das ein Hohn, meine Damen und Herren. Und all das werden die Gefahren noch von anderer Seite ja zunehmen. Ein ganz kurzes Wort nur am Schluss. Wir hören doch stets, eine Islamisierung finde nicht statt. Nun mal ein ganz, ganz harmloses, kleines Beispiel, aber Sie wissen ja, die Veränderungen in der Welt kommen auf Taubenfüßen. Nestle produziert in 100 Fabriken seit neuestem Halal. Seit April ist Toblerone Halal. Während also Schokolade da stillschweigend Halal wird, ist der Aufschrei unter Muslimen groß, wenn bei der Islamkonferenz mal Schnittchen mit Wurst gereicht werden. So läuft das in diesem Land. Und wer meint, Rechtsgrundsätze könnten nur auf wasserdichter rechtlicher Grundlage geändert werden, nicht etwa einfach auch durch geübte und tolerierte Praxis, der irrt gewaltig. Wie beim Migrationspakt, so auch beim Scharia-konformen Familienrecht. So möchte der Bundesgerichtshof doch tatsächlich, dass das Bundesverfassungsgericht prüft, ob im Ausland geschlossene Kinderehen in Deutschland wirklich generell als unwirksam zu betrachten sind. Es gelte, bitte hören Sie, den im Grundgesetz verankerten Schutz von Ehe und Familie zu wahren. Und noch absurder und noch widerwärtiger, es sei ja auch das Kindeswohl zu berücksichtigen, wenn man so eine Kinderehe trennte. Also vielleicht tut die Ehe dem Kind ja gut. Haben da grüne Politiker vielleicht besondere Einsichten, meine Damen und Herren? Ja, möglicherweise. Dabei ist einfacher Fakt, in Deutschland kann eine Ehe nicht vor dem 16. Lebensjahr eingegangen werden, aber viel Ehe und Kinderehe, sie sollen plötzlich möglich und denkbar werden. Alles zum Zwecke eines kulturellen Appeasements um jeden Preis. Kultur- und sittenfremde Verhaltensweisen werden importiert und verschieben peu à peu die gesellschaftlichen Normen und auch den Auslegungsspielraum deutscher Gerichte. Wir lernen, es kamen nicht nur Menschen zu uns, sondern auch hier gesetzwidrige, sittliche Vorstellungen, denen, so scheint es, wir uns plötzlich anpassen sollen. Integration andersherum, linksgrünes Traumziel. Der Forderung von Frau Özoguz, unser Zusammenleben, Einheimische und Zugewanderte, müsse täglich neu ausgehandelt werden. Dem, meine Damen und Herren, wird bereits über unsere Köpfe hinweg entsprochen. Oder wie Merkel sagen würde, die Scharia, nun ist sie halt da. Meine Damen und Herren, nicht die AfD will eine andere Republik, wie die AfD-Hasser dem Verfassungsschutz einreden wollen. Nein, die Täter der unerlaubten Republikveränderung, die sitzen ungeschoren in der Regierung. Deshalb bei diesem Kampf um die Rechtsstaatlichkeit gegen all die linksgrünen Scharia-Verharmloser müssen wir sagen, dieser Linksstaat muss ein Rechtsstaat bleiben oder gegebenenfalls es wieder werden. Ja, und genauso, was wir jetzt erleben, Rechtsstaatlichkeit und Nationalstaatlichkeit. Es kann nicht sein, dass jetzt in Aachen bei Macron und Merkel nationale Interessen immer wieder als nationalistische Bestrebungen verleumdet werden. Schluss mit diesen Sprachlügen. Deutschland hat, wie alle anderen Nationen, das Recht, Nationalstaat, Vaterland, Heimat zu sein und zu bleiben. Deshalb, meine Damen und Herren, geben wir in diesem Wahljahr alles für die AfD, für die Alternative für Deutschland oder nennen wir sie besser die einzige Hoffnung für Deutschland. Ich danke Ihnen.